Das wird wohl auch erstmal das letzte Tutorial sein in dieser Länge. Ich weiß nicht, wie lang das gewesen ist. Wahrscheinlich schon so eine halbe Stunde oder so. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Maps baut in Minecraft. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich zeige euch einfach mal, was ich meine. Zuallererst nehme ich mir die Standard-Tools von Worldedit, also einen Kompass und eine Holzaxt, und die von VoxSniper, also Gunpowder, und einen Pfeil. Anschließend nehme ich mir so einen Brick, platziere ihn einfach, und markiere damit meinen Mittelpunkt der Map. Jetzt gebe ich H-Circle, ID 20, Radius 100 ein, und habe dort einen kleinen Dings, Kuppel, wie auch immer, irgendwo um meine Map rum. Anschließend gebe ich via VoxSniper D ein, um meine Brushes zu resetten. Dann B5, BV, V Gravel, also 15, nee 13, und VR 0. So. Jetzt platziere ich das und hoffe, es laggt nicht zu sehr. Okay, das war wieder Fail. Oh, Mist. Gut, da sieht man, dass das wieder mal nicht funktioniert. Nehme ich mir eine Holzaxt oder Schaufel, irgendwas. Irgendwas hier. Am besten keine Holzaxt, sondern alles andere. Ich gebe BR-Sphäre, also einen runden Kreisgedöns. Gravel 5. Mask/Mask 0 ein. Und könnte jetzt hier mit was placen. Das müsste ich einmal ringsrum machen. Aber da mir irgendwie das Ganze zu klein ist, beziehungsweise ich ein bisschen mehr Platz brauche, könnte man entweder eine bessere Map generieren. Aber ich war mal wieder zu unfähig. So. Expand 1 ab. Move 20, nee, 10 reicht, 10 ab. Expand 10 ab. Replace 0 mit 1. Okay, da wurde ich kurz von meinem Server geschmissen. Das ist aber nicht schlimm. Immerhin hat es gemoved. Das erfreut mich. Es sind ja auch ein paar Blöcke, die ich gerade gemoved habe. Und er hat aber wieder mal rumgefailed. Macht irgendwie wollte den letzten Version dauernd. Aber das soll mich jetzt nicht davon abhalten. Replace 0 mit 1. Ich hoffe, das macht er jetzt ein bisschen schneller. Sehr gut. Und der Mittelpunkt ist immer noch da. Perfekt. So, jetzt kann ich glaube ich auch wieder VoxSniper verwenden, ohne dass er mir rum... tut mir leid. Schnell geht sowas nicht. Egal. Ich mach's trotzdem einfach. Und zwar mache ich jetzt den Rand der Map. Ich nutze zum einen Gravel, weil Gravel runterfällt und man damit schönere Flächen hinbekommt. Und zum anderen möchte ich das ein bisschen erhöht haben, weil es auch nur besser aussieht, statt wenn man aus der Map rausgucken kann. Als wenn man aus der Map rausgucken kann und dann, keine Ahnung, so eine flache Landschaft sieht, das ist echt scheiße. So, ein bisschen flotter hier mal, damit ich ganz schnell rumkomme. So, nachdem man das alles ringsum hat, könnte man sich entscheiden, ob man entweder so welche Löcher fixt, weil man ja Mist gebaut hat, wie immer. Und zwar mit BE Melt und dann B10, also vorher habe ich es resettet. Und dann einfach mal, obwohl, nee, BE Melt ist doof. Ich mache mal BE Fill. Ganz neuer Befehl hier. Uah, verkacken wieder. So, und dann fülle ich mal endlich die ganze Kacke hier. Perfekt. Damit füllt man nämlich alles zum, wenn ich lange gedrückt halte, sieht man's, zum Quadrat aus. Na. Okay, sieht man jetzt nicht ganz so geil, aber ganz so gut. Aber eigentlich sollte das irgendwann ein Quadrat werden und man muss aufpassen bei diesem Gravel, weil wenn man Gravel zieht, dann bleibt es natürlich Gravel und fällt runter. Bisschen hier länger ziehen noch. Ich finde die Mauern, sag ich schon. Die Berge sind irgendwie noch nicht hoch genug.
Aber ist jetzt erstmal relativ egal. So kann man erstmal so ein bisschen bearbeiten, so eine Grundform reinbringen. Um dann später nochmal was drauf zu klatschen. Und zwar jetzt. So, B, nein, B, nein. BV, B10, V, Gravel. So. Oh, jetzt habe ich es größer gewählt als eben. Das war ein Fehler. Aber es ist eigentlich scheißegal, ob man auch sowas reinbaut. Dann hat man ein paar größere Hügel da drin oder was weiß ich, einen großen Eiffelturm, den man... Eiffelturm. Ja. Oder eben etwas größere Berge. Hat ja auch was. Kann man auch hier einfach mal so mitten reinklicken. So, am besten den Mittelpunkt dabei nicht zerstören. Na, warum baut ihr nicht auf? So. So baue ich übrigens Maps, ne? Also wenn ihr sie anders baut, schön. So baue ich meine Maps. Wenn ich eine Map bauen sollte. So, jetzt bewege ich mich mal ein paar Blöcke weg von hier. Gucken. Gut, das ist perfekt. Meistens crashen dabei auch die übrigens die Server, also es liegt nicht immer an den Servern, sondern es liegt meistens an mir. Ab 50. Perfekt. So. Smooth 20. Jetzt könnte ich die, so smooth ich die Berge. Also das Force Moving. Na. Mal ein bisschen aufdecken hier. So kann ich ja nochmal machen. So, dann kriegen sie nämlich eine etwas schönere Form, aber die sieht ziemlich bolted-mäßig aus und ziemlich langweilig. Also gehe ich da nochmal rüber. So, ich glaube, jetzt habe ich alles soweit. Dann gebe ich wieder BD ein. BM out. Und ziehe mir meine Berge etwas hoch. Oh, bevor ich es vergesse. Ich habe noch den ganzen Bereich ausgewählt, das ist gut. Jetzt gebe ich mal Replace Gravel ein. Nein, Replace Gravel würde den Server zum Absturz bringen. Replace 2,3,1 zu Gravel. So. Perfekt. Und zwar muss ich jetzt wieder B5 eingeben. Und ziehe mir jetzt meine Berge so ein bisschen hoch. Dann sind sie einerseits ein bisschen steiler und andererseits geht dann die dumme Bolted Terraforming-Gedöns weg. Und wie immer machen die beiden Tools natürlich die entgegengesetzten Dinge. Also das eine macht es größer, das andere macht es kleiner. Das andere zieht es rein, das andere raus. Und ich würde gerne ein bisschen spitze äußere Berge haben, also mache ich das so. Dann nehme ich das und mache die Berge ein bisschen runder. Soweit fertig, glaube ich. Ja. Jetzt schon gebe ich ja so B Disk ist, glaube ich, sehr schön. Dann B10. Und jetzt lösche ich erstmal ein paar Ebenen, damit das dann doch nicht zu wild aussieht. Ich finde, es ist nämlich zu krass geworden. Ja, je nachdem, was man macht, ne, kann man das auch unterschiedlich gestalten. Warum mache ich das eigentlich alles wieder weg? Ich könnte jetzt auch einfach alles wieder markieren, obwohl dann würde ich die grobe Markierung verlieren. Ach, ist egal, oder? Ich kann ja kurz eine Region define. Ich habe ja auch World Cloud drauf. Region define, alles. So. Jetzt markiere ich von hier bis... Dort mache out set 5. Expand ist noch in jede Richtung. Expand 10. Expand 10. Expand 10. Expand 10. Mache kurz outline 1, um zu gucken, wo ich denn hier, upsala, wo ich denn hier die, das alles markiert habe, also was ich markiert habe. Ich hätte es, glaube ich, setten sollen, ne? Mit outline war ja wieder ein bisschen Überforderung hier für den Server.
Ja, da muss ich noch weiter. Hier habe ich weit genug. Hier auch. Okay, in zwei Richtungen noch etwa 30 Blöcke. Undo. Expand 30. Expand 30. Jetzt Smooth 10. Jetzt kommen die Berge natürlich wieder voll runter. Aber da unten sieht es auch minimal besser aus. Die großen Sachen kann ich ja jetzt einfach so entfernen noch. So, ich glaube, das geht. Kann man auch so lassen. Jetzt möchte ich die vorhandenen Dinge natürlich noch auffüllen, die vorhandenen Stellen. Mit dem Tool diesmal. So. Okay, es kann auch ein bisschen tiefer mal runtergehen. Und dann kann ich hier noch ein bisschen drüber placen. Na? Ach so, ich habe falsches Tool wieder. Ich wundere mich schon wieder. Oh. Wohl da muss eigentlich... Nee, das muss runter. Das muss runter. Das muss definitiv runter an der Stelle. Gut, auch nicht schlecht. Dann mache ich hier wohl einen kleinen Graben hin oder so. Toll, hätte ich jetzt wieder Gravel gesetzt. Hätte ich das ganz schnell replacen können. Expand 10 down. Replace Gravel. So, und jetzt kann ich einfach mal ein Loch machen. Okay, nochmal 10 down. Na, fuck. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, jetzt fällt es bis nach unten durch. Nein! Undo. Geht das noch? Come on, place. Genau, deswegen macht man auch nicht einfach Replace Gravel, sondern auch Replace 1 mit Gravel oder 1,2,3 mit Gravel. Also habe ich nämlich die Bedrock-Schicht unten auch mit replaced und es fällt alles runter. Hat aber lange gedauert. Na, es laggt immer noch ein bisschen. Jetzt habe ich langsam wieder FPS. 4 FPS, ja, 5. So, jetzt müsste es aber wieder gehen. Ja, läuft. Dann nehme ich mir wieder Kompass, Holzwachst, Gunpowder, das. Alles nur einmal. So. Sehr schön, jetzt gebe ich nochmal Stop Lag ein. Und nochmal Stop Lag, weil die Items jetzt weg sind. Einfach so, weil ich es kann. Und zwar nehme ich mir jetzt mal ein Schwert, um euch zu zeigen, dass es mit jedem Item geht. So. Und jetzt nochmal Mask. 2,3,15. Nein, es war 13. Doch, es war 15. Nein, es war 13. Da sieht man, dass ich schon unten angekommen bin. Okay, ich darf gar nicht so tief bauen hier. Natürlich ein bisschen schade. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte das. Ups, oh, jetzt habe ich es doch gemacht. Na. So, jetzt nochmal V0. Nein. Jetzt nehme ich noch ein anderes Tool und gebe BR Smooth ein. 5 am besten noch. So. Jetzt nehme ich wieder das in die Hand.
emalt b10. Na, so. Okay, ein bisschen verkrüppelt sieht er jetzt aus. Mache ich ihn doch lieber noch. Nein, nicht zu tief. Oh, dammit. Bisschen größer. Oh, mit der Hoffnung, dass das Gravel-Zeugs nicht ganz runterfällt. Perfekt. Oh. Einmal hier. Einmal rüberfliegen. Mal da. Set 7. Shift 1 ab. Expand 1 ab. Set 1. So. Na, super. Expand 10. Expand 10. Set 1. Shift 1 down. Replace 0 Mitte 7. So müsste alles gefüllt sein. Jetzt noch ein bisschen, okay, ein bisschen runterstellen. Zu weit runtergestellt, so. Ja, um einiges besser. Na, das fülle ich noch, das Löchlein. So. Man muss dazu sagen, Terraform ist natürlich nicht immer alles, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und hier habe ich auch Scheiße gebaut. Also, Brush, Sphäre, Gravel 5, Mask 0,1. So. Jetzt könnte ich mir entweder das hier oben vornehmen und alles, upsala, das war kacke. Und alles einzeln nochmal smoothen. Aber meistens mache ich einfach so, dass ich die obersten, was weiß ich, wie viele Blöcke auswähle. Den letzten Schritt bitte nicht merken, sofern ihr den überhaupt gesehen habt, was ich nicht hoffe. Es war relativ idiotisch. Ich bin abgekratzt, deswegen. 20 ab. Replace Gravel. Relativ sinnlos, weil man ja gar nicht sieht, was man replacen soll. Place 1. Undo. Okay, das war die Ebene. Also Expand 10 ab noch. Und jetzt einfach smooth 10. So, jetzt habe ich die Berge oben ein bisschen geglättet. Und sie sehen relativ angenehm aus. Ja, bis auf die zu hohen Berge, aber das ist egal. Jetzt kann ich mir wieder Vox Sniper Tools nehmen, die ich wieder verloren habe, weil ich wieder gestorben bin. Gebe wieder BE Mold ein. Oder es gibt auch noch so andere BE-Funktionen, nämlich BE, so geht das. BE Fill, Lift, da liftet man das ab. Finde ich auch ganz lustig. So kann man Dinge etwas höher machen. Also wenn man möchte, so, ui, ganz weit nach oben. So, jetzt kann man es so, nämlich wie man es haben möchte, anpassen. Damit er wieder nicht so ganz Vulted-mäßig aussieht, der Berg. Sehr schön. Jetzt kann ich nochmal meine Region, genau, Region, Select, alles. Wenn ihr kein World Guard drauf installiert habt, ist auch nicht schlimm, dann müsst ihr es halt alles noch markieren. Aber ich hab so, geht einfacher. Replace 1. So. Und er hat nicht alles replaced, denn ich muss nämlich noch ein paar Blöcke nach unten. 20 down und jetzt mache ich einfach Replace Gravel mit 1. Sehr schön. Habe ich alles? Nein, ich habe nicht alles. Expand 10 ab und noch einmal. Kann das auch in kleineren Ebenen aufteilen und dann machen. Stop lag, es liegen so viele Entities rum. Aber wenn man schon 8 GB RAM auf dem Server hat, kann man das auch nutzen. So, Naturalize. Mhm.
Jetzt könnte man natürlich per Hand noch irgendwas bearbeiten, wenn einem so etwas nicht gefällt, ne? Damit wollte das schon auswählen und löschen. Je nachdem, was schneller geht. So irgendwie das noch so zukleistern. Oder einfach besser arbeiten. Ich habe das ein bisschen auf die Schnelle gemacht, deswegen sieht das nicht ganz so geil aus, aber ich glaube, das müsste mehr oder weniger ausbruchssicher sein. Jetzt habe ich den Mittelpunkt übrigens auch verschlammt, der war hier irgendwo. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. So, hier wollte ich noch einen See reinmachen, das mache ich auch noch. Und zwar, indem ich das markiere, Shift 5 down, Expand 10 down, Replace 1, nein, Undo, Outset 5, Shift 5 down, Replace 2,3 mit 1. So. Jetzt habe ich hoffentlich noch Nein, das wollte ich auch nicht. Bemalt. Wunderbar. So, jetzt noch mal kurz. Naturalize. Okay, jetzt habe ich ja den gleichen Kack wie vorher. Undo. Shift. 5. Up. Nee, nein. Redo. God damn it. So. Ah, das ist auch nicht das, was ich eigentlich so haben wollte. Aber ist jetzt nicht schlimm. Also mache ich nochmal kurz BR Circle 1,5. Um die Dinger nochmal zu füllen. So, und stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Place eine Wasserquelle. Gut, es gibt tausende Möglichkeiten, Wasser zu machen. Ich mache das aber so. Fix Water 20. Oh, das hat nicht ganz gereicht. So. Und jetzt habe ich hier einen kleinen See. Ich könnte jetzt auch noch Flüsse irgendwie machen oder so. Geht auch ganz einfach. Einfach BR 05. Nein, BR Sphäre 05. Mask 1,2,3 und dann einfach mal hier so lang ziehen. So irgendwie. Dazu hätte man jetzt auch einen schöneren, größeren Berg machen müssen, irgendwie, der auch ein bisschen weiter nach hinten geht. Aber ich bin zu faul zu. So, wenn man das soweit hat, muss man natürlich darauf achten, dass es so ein bisschen runter geht. Dann muss man das alles nochmal markieren. Ich mache jetzt nur bis hier, das obere kann man ja auch selber machen. Ne? So, replace 1,2,3 mit Gravel. Sonst würde ich das Wasser auch replacen, das will ich ja nicht. Jetzt nehme ich das Tool, Default, Bemalt, B5 und mache kurz hier alles ein bisschen weg. Ist egal, wenn ich auch hier die untersten Layer wegmache. Naja, so egal ist es doch nicht, aber... Au. Der Wind. Relativ. So. Okay. Jetzt nehme ich das hier. Das war... Genau, da hatte ich ja Circles schon drin. Hatte ich nicht. Gut. Undo. Geht auch das? Nein, das geht nicht. Egal. BR Circle 1,5. Come on. Mask. Perfekt. Nein. Dwayne 20. Dann habe ich hier ein bisschen Ruhe vor dem Wasser. So. Die Ebene auch nochmal ein bisschen lang ziehen. So dass eben so ein kleiner Flusslauf entsteht. Wasser fließt ja nicht hoch, man muss ja ein bisschen logisch denken dabei. Und deswegen mache ich das so.
Oh Gott, das ist aber kacke geworden. Müsste ich auch mit nochmal replacen. Ach, mach ich jetzt einfach mal schnell. Habe ja sonst nichts zu tun. So. Klar, mein Problem ist klar verständlich. Hier fehlen mir einfach ein paar Ebenen. Müsste es eigentlich noch ein bisschen weiter nach außen gehen. Tut es jetzt leider nicht. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen unreal realistisch machen. Hier müsste ich auch ein bisschen weiter nach vorne gehen noch. Naja, der Wasserfall ist sowieso ein bisschen komisch, wie er aussieht. Aber was soll's. So, hat man doch einen ganz kleinen Layer. Replace 1. Naturalize. Ich hoffe, ich habe alles ausgewählt. Habe ich. Hier sieht das alles noch ein bisschen buggy aus. Lasse ich jetzt so. Anschließend wähle ich auch nochmal das aus. Bis hier. Expand 30 down. Replace Gravel mit 1. Naturalize. Und zack. Habe ich alles schön grün. Anschließend place ich hier oben ein bisschen Wasser hin. Das ist ja der Ursprung, die Quelle. So. Okay, das Wasser ja noch ein bisschen fixen hier. Na, stelle ich mich hier hin. Stelle ich mich da hin. Nee. Fix Water. Nein, Water. 4. Joa, kann man so anbieten. Nein, das wollte ich nicht. Du? Nein, das wollte ich auch nicht. Hey, du. So. Muss ich ja doch machen. Wollte ich eigentlich nicht. Ach, keine Ahnung. Kann man einfach, ne? Könnte auch den ganzen Bachlauf machen, aber nein. Man will ja schon irgendwas ganz Tolles machen. Und nicht nur so ein Kacke. Ups, jetzt habe ich in meinen Wassereimer weggeschmissen. So, das Grüne müsste sich dann auch langsam irgendwie wieder entfernen. Und mir fällt auf, dass ich die Ebene nicht ganz so gut gemacht habe. Ich hätte das nämlich ein bisschen tiefer machen sollen, oder? Den Flusslauf ein bisschen höher. Aber ich glaube, jetzt bin ich so langsam fertig. Und würde es jetzt auch einfach so belassen. Da könnte man jetzt noch schöne Brücken rüber bauen. Und dann fehlt natürlich das Wichtigste, und zwar die Häuser. Dumm war jetzt, dass ich hier unten Wasser gemacht habe, weil in der Mitte ist meistens der Spawn, aber ist sowieso eine relativ kleine Map. Naja. Wer sie haben möchte, wahrscheinlich werde ich einen Link dazu nochmal in die Beschreibung tun, aber so geil ist die jetzt nicht. Also, seht ja, wie lange ich gebraucht habe. Normalerweise lässt man sich da ein bisschen mehr Zeit. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und das wird wohl auch erstmal das letzte Tutorial sein in dieser Länge. Ich weiß nicht, wie lang das gewesen ist. Wahrscheinlich schon so eine halbe Stunde oder so. Lag ganz einfach daran, ich habe momentan durch mein Praktikum eine geile Internetleitung, deswegen kann ich auch gute, lange Videos hochladen. Ja. Bald beginnt wieder bei mir Schule, beziehungsweise am Montag. Und da werde ich wohl nicht mehr wieder. Kann ja, habe ich eben keine gute Leitung mehr und komme halt nur noch kurze Videos halt. Ach, wie auch immer. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.